Gude, aus der Stadt mit der bekanntesten Skyline Deutschlands. Manhattan, oder besser bekannt unter Frankfurt am Main. 18 Wolkenkratzer gibt es in ganz Deutschland und 17 davon, die stehen hier. Alle über 150 Meter hoch. Frankfurt ist nicht nur ein Finanzplatz, sondern auch ein ordentlich geschichtsträchtiger Ort. Die Paulskirche steht für den Ursprung der Demokratie in Deutschland. Direkt daneben der Frankfurter Römer. Das Rathaus gehört zu den ältesten der Republik und beherbergt den wohl bekanntesten Balkon Deutschlands. Die Queen ist hier gewesen oder auch Eintracht Frankfurt mit ihren Pokalen. Zu guter Letzt der Blick in die Speisekarte. Frankfurt ist die Stadt, in der man Goethes Leibspeise Grisos fast überall bestellen kann. Zudem gelten Äppler und Handkäse als Grundnahrungsmittel. In der Wolterstraße sitzt die R&V. 6 Etagen Backsteinromantik und Platz für knapp 600 Mitarbeitende aus 6 Abteilungen. Hi Fabienne! Hi Anne! Hier du, in Frankfurt sagt man Gude. Stimmt, Gude Fabienne. Ich habe gerade schon gesehen, hier ist noch so eine nette Begrüßung. Herzlich willkommen. Hängt das immer hier im Foyer? Tatsächlich seit Corona, weil wir so ein bisschen einen Schwung geben wollten und die Kolleginnen und Kollegen wieder an den Standort zurückholen wollen. Und ich finde auch, die Farben drücken ganz gut aus, wie vielfältig wir am Standort Frankfurt sind. Ich kann dir aber noch was Neues berichten. Wir haben jetzt die Bubble-Bude im ersten Stock. Bubble, ist das schon wieder sowas Frankfurterisches? Vollkommen richtig. Aber das ist sowas wie, sich auszutauschen, zu kommunizieren. Wollen wir es mal ausprobieren? Wollen wir mal reinschauen? Sehr gerne. Dann komm mit. Herzlich willkommen in unserer Bubble-Bude. Das sieht ja gut aus. Ja, das ist die Begegnungsfläche und die ist aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche. Hier haben wir das Got Together. Und hier sind auch schon die Kollegen am Babbeln. Hallo. Gut, dann grüßt euch. Hier sind wir, im Bereich Piazza. Aha, okay. Ja, ein schöner Bereich, um auch hybride Meetings abzuhalten an einem Hochtisch. Ne? Das ist mal eine andere Form zusammenzukommen. Stimmt. Eine andere Form ist tatsächlich auch unsere Arena. Oh, Stierkampfarena, Innen-Außendienst. Oh, gut, dass du sagst. Das ist ja häufig so ein bisschen dieser Kampf. Tatsächlich ist aber hier diese Begegnungsfläche in sich gedacht, dass sie zusammenarbeiten, dass sie zusammenkommen, dass sie sich austauschen und eine Plattform bekommen. Ist ja auch viel besser. Auf jeden Fall, also gebe ich dir 100% recht. Ich habe aber noch viele andere interessante Bereiche gesehen. Was gibt es denn noch? Wir haben dann links daneben noch den Culture Club, nennt er sich. Das ist tatsächlich ein Club hier in der Nähe, sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was. Ist ausgezeichnet in dem Bereich, dass es sehr bunt gestaltet ist mit vielen verschiedenen Sitzmöglichkeiten, die ganz variabel je nach Bedarf angeordnet werden können. Und es gibt auch eine große Tafel, also da ist das Meeting groß geschrieben. Und was passiert in der Lounge? Da haben wir eine Couch mit 2 Sesseln und einem Couchtisch und da kann man auch mal ganz ungezwungen zusammenkommen. Wobei wir tatsächlich das ganze Thema auch als Location für ein Bewerbungsgespräch nutzen. Oh, okay. Ja. Eine entspannte Atmosphäre, oder wie? Korrekt, ja. Apropos Bewerbungsgespräch, was machst du bei der R&V? Ich bin eingestiegen als duale Studentin, habe in Berlin Industrieversicherung studiert und dann direkt eingestiegen in der Assistenzfunktion von unserem Filialdirektor Florian Kümmerle. Und zwar ergänze ich das Führungsteam und verstehe mich als Bindeglied zwischen der Mannschaft und den Führungskräften und unterstütze da ganz stark in strategischen Themen. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag und bis bald. Danke, Anne, bis bald. Hi. Du, wir schauen uns hier gerade den Standort an. Magst du uns vielleicht auch ein bisschen was erzählen? Klar, gerne. Wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin Leon Eckel. Ich arbeite in Karschaden. Karschaden, für was steht das? Naja, für Kraftfahrtschaden. Das heißt, da kommen alle Fahrzeugunfälle auf den Tisch. Was für Kunden betreust du? Hauptsächlich VIPs und Maklergeschäft. VIPs, das klingt ja spannend. Ja, das sind große Kunden, die ein bestimmtes Beitragsvolumen haben oder auch viele Fahrzeuge versichert haben. Viele Fahrzeuge bedeutet wie viel? So 25 bis 100, 150 Fahrzeuge. Das ist viel. Da kommt was zusammen. Und hier ist Karschaden? Hier ist Karschaden. Dann komme ich mal mit, wenn ich darf. Sehr gern. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Naja, hauptsächlich vorm PC und wir gucken uns verschiedene Dokumente an, die uns Aufschluss darüber geben können, wie es ist mit der Haftung, wer den Schaden bezahlt bekommt oder eben auch nicht. Und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da Fotos vorliegen? Teilweise Fotos, die polizeiliche Ermittlungsakte auch, das ist auch immer ganz spannend, oder auch Videos. Okay. Ja.
Und wie lange bist du schon bei der RNV? Seit August 2020. Oh, das ist ja mitten in der Corona-Zeit gewesen. Ja, tatsächlich. Das heißt, du hast die ganzen Kolleginnen und Kollegen nur digital kennengelernt? Erstmal nur digital. Mittlerweile kennt man so den einen oder anderen schon besser. Und eine von denen ist zum Beispiel heute am Standort, die Ausbilderin aus Multiline. Ja. Die würde ich dir einfach gerade mal vorstellen. Ja, sehr gerne. Ja? Hi Denise. Wie froh bist du, dass du die Schützlinge jetzt alle wieder in Präsenz sehen kannst? Total froh. Online war immer nur so ein kleines Bild und jetzt hat man hier mal Vollbildmodus. Ist ganz angenehm. Ja, schön, dass es immer weiter zusammenwächst und auch etwas familiärer wird mit der Zeit wieder. Ja. Ja. Wollen wir nachher Mittagessen gehen? Total gerne. Ja? Sehr schön. Tschüss Leon, bis später mal. Ciao. Tschüss Leon. Wenn du dich hier um die Azubis kümmerst am Standort, da kennst du dich ja richtig gut aus, oder? Wer sitzt denn hier alles in der Wolterstraße? Wir haben die Gebäude aufgeteilt wie so zwei Hs, also es sind zwei Gebäude. Wir fangen an, im Erdgeschoss haben wir, überlegen also, die Kantine ist unten, der Betriebsrat, Sportstätte, Fitnessstudio, Bewegungsraum, ein bisschen was für Massage auch. Dann gibt es Kfz-Betrieb und Privatkunden mit Hausrathaftpflicht und Wohngebäudeversicherung. Wir haben Kfz-Schadenbereich, wir haben den Sachschadenbereich und Haftpflichtschadenbereich. Wir haben uns hier im Firmenkundenbereich mit Multiline. Wir haben den Bereich Industrie und da ganz besonders Kompetenzcenter Industrie. Kompetenzcenter Industrie, was ist das? Dort sind Großkunden im industriellen Bereich, die ihre eigenen Gebäude nutzen. Die werden dort dann versichert. Als Beispiel, wenn wir einen Metallbauer nehmen, der ein großes Unternehmen hat und sein eigenes Gebäude nutzt für sein Gewerbe, dann wird das hier im KC Industrie auch versichert. Du hast eben gesagt, du arbeitest auch in Multiline, bist nicht nur Ausbildungsbetreuerin. Was machst du genau in Multiline? Also Kundenberater, ich mache also operativ das Geschäft mit und ansonsten tatsächlich die Ausbildung, was wir eben hatten. Und ich bin Fachkoordinatorin. Das heißt so der letzte fachliche Entscheider, wenn es darum geht, der Außendienst braucht doch nochmal 5% mehr an Rabatt. Oder es ist ein Geschäft, was schadenbelastet ist, aber eigentlich der Kunde macht doch noch ganz viel bei uns und wir sagen dann, dann muss noch mal einer oben drüber gucken. Das machen wir. Es ist so geteilt. Gruppenleiter sind im disziplinarischen Bereich und die Fachkoordinatoren sind im fachlichen Bereich die letzten Entscheider. Was macht für dich den Standort hier so besonders? Ganz besonders hier in Frankfurt, der Standort ist bunt. Also nicht nur der Standort, die ganze Stadt ist bunt. Hier gibt es unheimlich viele Kulturen. Man sieht es hier schon, in der Kantine wird verschiedenes Essen angeboten. Wenn man hier in der Kantine nicht essen möchte, geht man mittwochs hier auf den Markt. Von libanesischem Essen über deutsches, vegetarisch, veganes Essen. Total interessant. Der Standort nimmt an Sachen teil wie dem CSD. Dort stellen wir einen Wagen, der auf dem CSD mitfährt. Jeder, der möchte, kann sich dort anmelden. Und hier in der Abteilung ist total schön. Wir treffen uns after work ganz oft zusammen, sind immer 20, 25, 30 Leute. Die Gemeinschaft ist euch ja richtig wichtig, ne? Total wichtig. Die Gemeinschaft hier ist super schön. Wir haben hier ganz viele Seminare zum Thema Achtsamkeit. Wir haben hier das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das macht die Franziska Karok, die sitzt im 5. Stock. Und das ist für viele Mitarbeiter, die länger wegen Krankheit ausgefallen sind, eine ganz interessante Anlaufstelle. Vielleicht gehst du einfach mal hoch. Das mache ich. Vielen Dank dir, Denise. Hi Franzi. Hi Anne, grüß dich. Ich nehme noch gerne Platz. Dankeschön. Ich habe gerade gehört, du arbeitest hier im BEM. Was steckt denn dahinter? BEM steht für betriebliches Eingliederungsmanagement. Mitarbeiter, die eine bestimmte Krankheitszeit überschritten haben, bekommen das vom Arbeitgeber automatisch angeboten. Die Inanspruchnahme ist dann freiwillig. Und gemeinsam mit dem Kollegen oder der Kollegin überlegen wir dann, wie kann man die Arbeitsunfähigkeit überwinden bzw. einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorbeugen. Was hast du vor deiner RNV-Zeit gemacht? Ich bin Sozialpädagogin und meine beruflichen Anfänge sind tatsächlich nicht weit weg von hier geschehen, also zumindest geografisch gesehen. Ich habe in einer Frankfurter Drogenhilfeeinrichtung gearbeitet. Über die Jahre habe ich so festgestellt, dass so dieses Spannungsfeld von beruflichen Anforderungen und dem persönlichen Gesundheitszustand mich total interessiert und habe mich dann weiter so in Richtung Prävention gearbeitet, habe zuletzt an der Beratungsstelle gearbeitet rund um die Themen Behinderung und Beruf und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier bei der AMV. Dir wird also ziemlich viel erzählt. Wie persönlich gehst du mit diesen Schicksalen um? Ja, ich bin da sehr dankbar, dass Menschen zu mir das Vertrauen fassen. Ich meine, ich bin ja erstmal eine fremde Person und ich kriege unter Umständen echt von schweren Erkrankungen, von krassen persönlichen Schicksalen erzählt. Und dass dann jemand zu mir das Vertrauen fasst und ich dann einen Entwicklungsprozess begleiten darf, da bin ich total froh und dankbar drüber. Das ist so das eine. Und zum anderen ist es auch ja, so ein Stück weit mein persönliches Gesundheitsmanagement, was mir hilft. Wie sieht das aus? Also ich bin gerne im Grün, ich gehe gerne
Wandern, Laufen, mache auch gerne Yoga. Das ist auch ein ganz toller Ausgleich. Ihr habt ja hier im Haus auch ein Fitnessstudio, oder? Richtig. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, gerne. Wo müssen wir lang? Das Fitnessstudio ist im Erdgeschoss. Wir gehen jetzt hier entlang. Okay. Ja, hier sind wir jetzt im Erdgeschoss angekommen und ich zeige dir jetzt mal unsere Kantine. Okay. Ich mag es hier total gerne, weil es hier so hell und freundlich ist. Das stimmt. Und hier kann man sich nach dem Essen noch ein bisschen entspannen, oder wie? Richtig. Hier ist eine ganz, ganz schöne freie Fläche, wie ich finde. Kann man sich einen Kaffee ziehen und sich da mal ganz ungezwungen mit einem Kollegen oder einer Kollegin austauschen. Chill out quasi. Genau. Ja, und hier ist jetzt unser Fitnessraum. Auch Licht durchflutet alles da, Geräte, Hanteln. Ja, schön. Absolut. So macht Training Spaß. Stimmt. Und wenn einem nicht nach Fitnessstudio ist, hat man natürlich auch draußen viele Möglichkeiten. Okay. Oh, ist aber schön grün hier draußen. Ja, hier kann man entweder alleine spazieren gehen, sich auf ein Walk and Talk verabreden oder man legt sich da hinten auf unsere Liegestühle. Zwei Plätze an der Sonne, wie schön. Ja, die Liegestühle sind von der Generalvertretung. Die dürfen wir mitbenutzen. Das ist aber nett. Und bequem sind sie auch. Absolut. Hi Tanja. Hi Gude, grüß dich. Sag mal, kommst du immer mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ja, mindestens 2-3 Mal die Woche. Sportlich, sportlich. Und wo stellst du das jetzt hin? In der Tiefgarage. Willst du mit runter? Ja, sehr gerne. Auf geht's. Einmal rumdrehen. Ach, guck mal hier, unsere Servicestation kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Wurde extra von der RNV hier angebracht, dass wir einfach den Passanten oder auch den Kunden eine Reparaturwerkstatt hier zur Verfügung stellen. Und wenn du mal Flickzeug brauchst, kannst du einfach reinkommen. Super, immer fahrbereit, oder? Immer fahrbereit. Hast du was zu reparieren? Nee, zum Glück nicht, ich bin fahrbereit. Wir können weiter. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt öffnen wir mal schnell die Tür. Wow, das ist ja riesig. Ja, ist irre. Also wir müssen ja für jeden Mitarbeiter, der mit dem Fahrrad kommt, auch genug Platz vorrätig haben, dass er sein Fahrrad einfach abstellen kann und die sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Ne? Ihr habt, glaube ich, auch so eine Goldauszeichnung gekriegt, ne? Ja, wir sind der erste Standort von ganz RNV, die Goldauszeichnung bekommen haben. Und da sind wir mega stolz. Und was verbirgt sich dahinter? Ja, total viel. Also abgesehen davon, von so einem schönen Fahrradkeller, müssen halt Reparaturmöglichkeiten für die Mitarbeiter da sein. Du hast hier Luftpumpe, du hast hier einen Verleihpool, den du kostenlos nutzen kannst. Aber ich muss gestehen, so eine Großstadt hätte ich jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrradfahren verbunden. Das stimmt, das tun viele, weil sie immer denken, überall Asphalt. Nee, also wir vom Betriebsrat haben uns da mal Gedanken drüber gemacht und haben uns überlegt, hier, wir nutzen mal 5 Himmelsrichtungen, fahren von da aus zur RNV, haben eine Bilderstrecke gemacht, aber wenn du willst, kannst du es gerne oben mal angucken. Ja, sehr gerne. Ja, dann machen wir das. Ah, hier im Foyer, ganz prominent, hängt die Karte mit den 5 Routen. Ja, das sind 5 Streckenbeispiele für einen gesunden und erholsamen Weg zur Arbeit. Und da kannst du dann auch sehen, von oben, von Kaben brauchst du fast 60 Minuten und dann hast du hier die passenden Bilder dazu, um einfach das darzustellen, wie toll Frankfurt ist und wie grün. Ist ja fast wie Urlaub. Absolut, absolut. Und du tust was für die Gesundheit, für die Umwelt, also das ist ein rundum glücklich Paket. Ich habe da eben noch so ein Schild gesehen, Hydrojet. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, da wirst du gleich ziemlich neidisch sein. Wir haben einige Highlights hier noch, aber der Hydrojet ist der Mega-Highlight. Und ich glaube, da wirst du auch gleich drauf liegen wollen. Schauen wir mal. Ja. Das ist ja ein Riesenteil. Was kann so ein Hydrojet alles? Ja, das ist richtig mega. Das ist ein Wasserbett, wo du dich drauf massieren lassen kannst. Und was das Highlight daran auch noch ist, dass es kostenfrei für die Mitarbeiter ist. Okay. Du musst dich halt ausstechen, klar. Das findet in der Freizeit statt, aber dafür hast du halt auch einen Gewinn an guter Massage. Okay, und es gibt noch mehr Räume hier unten, ne? Absolut, also wir haben natürlich noch einen Ruheraum und wir haben noch mal den üblichen Massagestuhl, einen Sessel, wo du dich halt auch drauf legen kannst. So Tanja, du hast uns so viele tolle Sachen hier am Standort gezeigt. Bevor du deine Highlights im Quartett zusammenfasst, sag ich schon mal Tschüss, wir sehen uns in Stuttgart wieder. Und du legst bitte los. Vielen Dank.
Ja, unsere Highlights hier in Frankfurt sind ganz klar. Wir sind fahrradfreundliches Unternehmen mit Goldauszeichnung natürlich. Unser Sparbereich mit unserem Hydrojet. Die kostenlosen Jobtickets, die für die Mitarbeiter sind, sowie unsere geile Bubblebude. Und jetzt Stuttgart, wir sind die Besten. Was habt ihr zu bieten?